Kampf, zu der ganzen Vorbereitung, Zusammenarbeit. Das war ja eine beeindruckende Leistung und ein toller K.O. Woran lag es, wie habt ihr das so gut hinbekommen? Ja, erstmal natürlich freue ich mich, dass es so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben im Training. Natürlich hatten Tyrion auch eine extrem harte Trainingsphase hinter sich gehabt, hat alle harten Trainingsprogramme angenommen. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass er auch für sich selber weiß, dass er eigentlich 12 marschieren kann und das auf technisch extrem hohem Niveau. Und beim ersten Kampf war halt so, da hat mir auch ein bisschen die Erfahrung gefehlt, so in so einer brenzligen Situation, wenn sich einer umstellt. Aber das hat er schon im letzten Kampf gezeigt gegen Paul Smith. Und jetzt hat er nochmal einen drauf abgesetzt. Und das war eigentlich unser Ziel. Wir wollen ganz klar zeigen, wer der Beste ist. Und ich glaube, das hat er heute eindrucksvoll bewiesen. Und auch das so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben im Training. Da bin ich natürlich sehr glücklich drüber. Wie wichtig war es für euch, nach Chiemann zu gehen? Ihr habt ja sonst die Vorbereitung heute normalerweise in Schwerin gemacht. Ja, das war eigentlich nochmal, ich wollte nochmal so einen Tapetenwechsel haben und ist auch der Grippewelle so ein bisschen geschuldet, weil ich habe gesagt, Mensch, Chiemann war an dem Zeitpunkt ziemlich leer und habe dann gesagt, Mensch, lass uns auf eine ganz Serie nochmal gehen, wir gehen nach Chiemann, da sind wir sozusagen fast alleine. Und das war auch so. Und, es war ganz gut, der Tapetenwechsel, doch mal wieder das andere, nochmal einen anderen Ring wieder stehen, nochmal gegen einen Sandsack hauen und so, und wieder nochmal ein bisschen den Fokus nur auf den Kampf nehmen. Und ja, das war ganz gut. War dann ganz romantisch. Ja, ich hab's ja mal gesehen, es war ja wirklich sehr schön.